Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur DLC, die türkis-grüne Maske. Apropos, türkis-grüne Maske. Wir haben die hier abgegeben, hier Tokugawa, das ist der Großvater von Hana. Da müssen wir jetzt komischerweise noch nicht wieder hin. Wahrscheinlich hat er die Maske noch nicht fertig. Wir sollen übernachten im Gemeindehaus. Im letzten Part haben wir tatsächlich die dritte Tafel begutachtet und damit haben wir unsere Quest absolviert. Hoffentlich waren wir die Ersten. Wenn es Hana wieder sauer, weil sie nicht gewonnen hat. Diese kandierten Früchte vom Maskenfest haben höchst interessant geschmeckt. Gut, unsere Aufgabe ist jetzt hier einfach zu übernachten. Von daher machen wir das. Die Leute sagen sowieso immer das Gleiche. Ah, es ist hier, reden nicht mal mehr mit den Leuten. Die sagen sowieso immer das Gleiche. Am nächsten Tag. Oh, Ugo, was geht? Guten Morgen, Jesse. Ich soll dir von Hana ausrichten, dass sie sich bei. Dass sie zu Hause wartet und du zu ihr kommen sollst. Und zwar Dali. Ihre Worte, nicht meine. Und du bist eifersüchtig, dass ich dahin muss und nicht du, habe ich recht? Tja. Verkackt, Pech gehabt. Du sag mal. Ich hätte ganz gerne wieder mein typisches Outfit, wenn ich ehrlich bin. Das ist erst Festoutfit und Olivgrün. Ich mag das nicht. Ich will mein typisches Outfit. Warte mal kurz, mach das mal auf Screen. So, ihr Lieben, da fühle ich mich schon wieder ein bisschen wohler. Es bin wieder mehr ich. Versteht ihr? Ich weiß nicht. Es passt halt auch nicht mehr, dieses Festtagsoutfit. Alle laufen hier normal rum. Danke, Ugo, ne? Dass du deine Schuluniform die ganze Zeit überträgst und mich daran erinnert hast. Hey, vielleicht soll ich die auch mal wieder anziehen. Danke, Ugo. Was mit ihr? Katrin? Der Verwalter hat uns ein paar Superklasse-Masken gezeigt. Ja, hauptsache nicht die eine Maske von uns. Die bleibt geheim. Und er findet nicht die richtige Toilette, oder was? Pickel! Flash! Du hast alle Infotafeln gefunden. Boah, das ging ja richtig schnell. Boah, mein Teampartnerin will nicht, dass es mir wieder schlecht geht. Darum lassen wir die Suche langsam angehen. Ganz ohne Stress. Voll geil! Das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Weil die ist doch immer so, Bad Girl-Style, Zunderitschern. So ein bisschen wie, ja, noch eine extremere Version von Mani. Die war ja ein bisschen ruhiger. Die hier ist ja extrovertiert, die Hanna. So ein bisschen wie Todsackerin einfach. Ist die. Falls ihr Anime kennt, Fate Stay Night. Was macht der denn hier? Hurra, Taschengeld! Ach. Gehörst du auch zu dieser wilden Familie? Bin da, wer noch? Na, endlich hast du dir ganz schön Zeit gelassen. Ja, ich habe toll geschlafen. Und du? Hast du auch deine 12 Stunden geschlafen? 12 Stunden? Wie bitte? Ich habe nur 5 Stunden geschlafen. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe geschlafen. Es war fantastisch. Ich habe immer noch diesen doofen Haarschnitt. Ich gehe gleich nochmal nach Paideia. Es fuckt so ab, ne? Es fuckt so ab. Wenn ich auch erstmal wach ist, können wir nicht ungestört reden. Ach, wenn du wüsstest, du weißt ja schon alles. Ich habe versucht, Ogapons Maske zu reparieren, aber dafür fehlt mir noch ein Material. Ja, und zwar ein ganz bestimmtes. Ein Kristallfragment aus den Tiefen des Kristallsees. Ich dachte, aus dem Schlund von Paideia. Klar, wir können die Maske auch in ihren jetzigen Zustand zurückbringen. Aber Ogapon freut sich bestimmt mehr, wenn wir sie vorher vernünftig reparieren. Total nett von dir. So, I appreciate, ne? Jetzt, wo ich seine wahre Geschichte kenne, möchte ich Ogapon einfach mal was Gutes tun, damit es glücklich wird. Guck mal, die hat auch voll die liebe Seite, ne? Es würde sich sicher freuen, das zu hören. Ja, oder? Hi. Hallo, ihr Lügner. Oh ja, Lügner. Ja, hi, jo, was geht? Und tschüss, jo. Du hast dir gerade echt nichts verloren, also voll. Wie war das? Ich hab eh was anderes vor.
doofe Schwester. Was ist denn mit dem los? Seit gestern benimmt er sich total komisch. Ja, und was war gestern? Gestern haben wir die Wahrheit erfahren und so. Der Junge hat sich den ganzen Abend in sein Zimmer verschanzt. Nur Alkohol gesoffen. Boah, das in seinem Alter. Boah. Naja, er kommt wohl langsam in die Pubertät. Da gehört Alkohol auch dazu. Und das Rebellendasein, was ich ja zum Glück nicht hab. Mir soll's recht sein. So klebt er wenigstens nicht die ganze Zeit an dir, Jesse. Gut für uns. Ja, die Teamparty hat jetzt ja auch hoffentlich ein Ende. Ich fühl mit dem nicht mehr Team unter diesen Umständen. Wir müssen nämlich zur Spitze erst ohne Yama, wo der Kristallsee liegt. Eigentlich geht es mir gegen Strichfremde in den Berg zu lassen, aber bei dir können wir eine Ausnahme machen. Also dann, auf zur Bergspitze. Schauen wir uns eins dieser Kristallfragmente. Ich schnapp mir jetzt erstmal einen guten Friseur. Bis gleich. Sehen uns beim Friseur. Den Scheiß tue ich mir so nicht an. Vater? Pass gut auf euch auf. Hört ihr, im Kristallsee treiben sich starke Pokémon rum. Glaube ich dir aufs Wort. Sind die auch Level 50 wie ihr? Wow, echt stark. Der weiße Lieferwagen. Silent Hill 2 lässt grüßen. Gut, ich gehe zum Friseur. Bis gleich. Ach, wie nostalgisch hier wieder zu sein. Was ist das überhaupt für einen? Die war früher nicht da. Willst du das ausprobieren? Die keine Zukunft sehen oder was? Nee, in der Vergangenheit. Ja, ich sehe sie in der Vergangenheit. Oh, diese Umgebung. Wo lebtest du früher? Ich hab's mir anders überlegt. Keine Ahnung. Also, mit Kancho fing alles an. Der Schleier fällt, das Bild viel deutlicher. Nein, in der früheren Leben sehe ich dich mit deinem Partner-Pokémon durch Kancho reisen. Let's go! Rufst du voll an, ich werde dein Handy für dein Smart-Rotom entwerfen. Okay. Und fertig. Dein Handy ist fertig. Ich hoffe, sie gefällt dir. Pikavoli, ach. Ich weiß, was die meint. Hätte ich jetzt strahlender Diamant, hätte ich nur mehr Pillen und so, ja. Habe ich halt nicht, ne? Ich habe ja Let's Go Evoli mal damals gestreamt, vor 1 Million Jahren. Und natürlich habe ich Pokémon Schwert Let's Played. Und genau das damit gemeint. Ja. Okay. Cool. Ich weiß nicht, seit wann die Tante existiert. Vielleicht auch erst seit dem DLC. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hier bekommt ihr spezielle Handyhüllen. Nice. Richtig cool. Jetzt auf zum Friseur, war er nicht hier? Ja, guck. Der war doch hier, oder? Der war doch hier, oder? Ja, da hinten. Guck, muss ich nicht mal einen Cut setzen. Auf zum Friseur. Gibt ja angeblich auch neue Looks. Werfen wir einen Blick drauf. Ja, wahrscheinlich neue Looks. Diese scheiß Looks, die wir jetzt haben. Was? Grüne Style-Karte? Wortlos holst du den Katalog für Leute mit mehr Stil. Wegen den DLC wahrscheinlich, ja. Kriegen wir später wahrscheinlich eine indigo-blaue Karte. I don't know. So, Frisur. Jetzt bin ich gespannt. Ach, guck. Warum macht man solche Frisuren? Warum macht man solche Frisuren? Jetzt mal ernsthaft. Das sieht einfach nur scheiße aus. Sorry, es sieht einfach nur... Es sieht einfach nur kacki aus. Nee. Ich will wieder meinen Standardhaarschnitt. Dreadlocks. Finde ich nur bei Männern cool irgendwie. No front. Mann, wo ist mein Haarschnitt? Den ich so toll fand. War das der? Och, Kinders, ist das doof. Ich hatte so ein... Wo ich das Let's Play gestartet habe, habe ich so einen tollen Haarschnitt gehabt. Und die wollen mir jetzt sagen, dass es weg ist? Ist einfach weg wegen den DLC? Das war das. Wir bleiben bei der Haarfarbe, die finde ich nämlich schön. So hätte ich die im Real Life auch gerne. Nicht die Haare, aber die Haarfarbe. Mit pinken Strähnen, aber ist mir zu aufwendig, immer wieder zum... Friseur zu gehen, die zu färben und so. Und das hier sieht aus wie von Victor und Rolf Good Fortune, das Parfüm. Müssen wir eingeben. Victor und Rolf Good Fortune. Sieht genau so aus. Aber ist wahrscheinlich kein Parfüm. Nicht beim Friseur. So, und jetzt schneide ich euch das nicht. Wir werden jetzt straight up wieder zur Kitakami-Region fliegen.
Zwar tun wir es nicht mit einem Pokémon. Ich muss nochmal diese absolut obergeile Flugzeuganimation sehen, Leute. Es geht nicht anders. Ich muss mir das nochmal geben. Es geht einfach nicht anders. Achtet schön unten rechts. Diese Liebe, diese Arbeit, die in das Flugzeug geflossen ist, diese Detailverliebtheit, oh mein Gott. Ich habe noch nie so eine geile Animation gesehen wie das hier. Es ist einfach mind-blowing. Okay? Ich liebe es. Gut, reden wir nicht weiter drüber. Auf zum Kristallsee. Es wird ja eigentlich nur Opi-Mac-Op. Es muss ein Fest geben eine Weile, also genieße es nach Herzenslust. Tolle Zeitangabe, eine Weile. So ein undefinierter Zeitraum wie das Orakel von Delphi. Das auch niemals gelungen hat, weil es einfach so schwammig geredet hat. Hi. So, Oniyama, wir haben jetzt welche Möglichkeiten, dorthin zu kommen? Aha. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, auf eine Möglichkeit, auf die ich keine Lust hätte. Wir nehmen den langen Weg in Kauf, den Inferno-Pass. Da haben wir das auch mal gesehen. Da habe ich Lust drauf. Doch, da habe ich Bock drauf. Inferno-Pass, Inferno-Pass, Inferno-Pass. Ja, der heißt wirklich so. Einfach eiskalt, Inferno-Pass, wie aus so einem Doom-Spiel oder so. Hoffentlich kommt da kein Dämon. Aber in dieser komischen Kitakami-Region ist ja eh alles fake. Die Dämonen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Superzahn. Superzahn als TM. Jetzt habe ich alles gesehen. War früher, glaube ich, eine radikale Exclusive-Attacke. Tja, jetzt können zwar mehr Pokémon lernen. Ich glaube, ganz früher konnte es wirklich nur Radikal. Da hatte Radikal eine Existenzberechtigung. Auch die Pokémon-Karte hatte das erste Radikal, was jemals geprintet wurde fürs Trading-Card-Game. Hatte auch Superzahlen und Hyperzahlen, glaube ich. Don't know. Guck, hier ging es zur Höhle des Onis, da waren wir schon. Schreckenshöhle, ja, richtig schrecklich. Der Oni ist am Ende der Gute und hier ist der... Inferno-Pass! Zwar 12 Minuten schon wieder nichts gemacht, ne? Es ist. Mit diesem Let's Play weiß ich auch nicht. Wir haben noch nichts gemacht. 12 Minuten einfach, ich check das nicht. Blink, blink, das Glöckchen Pokémon. Menschenohren können die Ohrfrequenz seines Rufs nicht hören. Fängt es einmal an zu schreien, hört es bald nicht mehr auf. Wobei nur am Heulen, Klingplin nur am Schreien. Was ist denn los mit dem Pokémon? Hat einfach bei Zalando Schuhe bestellt. Ich schrei vor Glück. Ganz ehrlich, wenn wir schon Retter haben, dann möchte ich auch die Team Rocket Collection vervollständigen. Komm mal her. Oh, da ist der See. Da waren wir im letzten Part, da war es so schön, so idyllisch, so angenehm. Da war jetzt zwar im Grunde genommen nichts los. Das war mal ein Settingwechsel, sag ich jetzt mal frech. Smorgon! Smorgmog! Raucherlunge! Smorgon, das Gift folgen Pokémon. Das giftige Gas in seinem Inneren ist etwas leichter als Luft. Dadurch schwebt es stets in geringer Höhe. Zu viele Zigaretten konsumiert, das Viech. Smorgon! Smorgmog! Ah ja, die guten alten Synchronstimmen von den Pokémon. Sind so episch. Ach, beim Inferno-Pass handelt es sich um ein felsiges Gebiet, in dem vulkanische Gase aus dem Boden treten. Heißt Gift-Pokémon, Feuer-Pokémon. Wo Schneckmark? Makago, das wäre jetzt der Inbegriff dessen. Aber okay. Ich habe nichts gesagt. Bin ja schon ruhig. Es ist von alters her als Trainingsstätte berühmt, doch man hütete sich davor, hier dem Oni beim Weg zu laufen, der eigentlich voll nett ist und... Das ist Fake News hier.
üble Nachrede. Vielleicht der Uni würde ich eine Anzeige machen. Ich hätte schon einen Star-Anwalt geholt. Dann wäre ich bei Richter Holt. Was glaubt man? Was hier für üble Nachrede getragen wird. Das ist nicht rechtens. Definitiv nicht. Sandgrab. Und hier haben wir... Ich weiß auch nicht, was das für ein Viech ist. Die Entwicklung von diesen Feenkäfer-Pokémon. Jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Ne? Ich habe euch ja gesagt, wir werden irgendwann diesen Berg erkunden, erklimmen. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Nein! Die Raidon! Oh, danke Gott. Hier wird wahrscheinlich nichts Bahnbrechendes sein. Aber hey. Ich will alles erkunden. 100% und so. Ich denke, das wird wieder eher so ein Erkundungspart. Wir haben den Inferno-Pass, wir haben das hier. Guck, hier ist sogar Schneckmack-Lava. Schneckmack, Schneckmack. McDonalds, Schneck McDonalds. Oh. Maskentrainer, endlich mal wieder eine Challenge. Ich liebe es. Mit wem können wir da anfangen? Bei denen muss ich ja echt ein bisschen taktieren. Hover Overpower, das Team habe ich, würde sagen, wir fangen tatsächlich mit Koraidon an. Um die anderen zu aktivieren mit den Fähigkeiten. Ich bin Kunitsuna von den Maskones. Gleich wirst du die Härte eines Eisbergs am eigenen Leib erleben. Träum weiter, Junge, mit deiner komischen Gang. Maskones, die halten sich auch für die richtigen Oni, oder was? Oh. Ja, die sind wirklich eine Herausforderung. Die haben echt immer gute Mons. Nicht schlecht. Aber hey, wir haben Koraidon. Boah, Level 75. Volcara, du bist ein Rock. Deswegen gibt's jetzt den Kollisionskurs. In your face. Ja. Ist in Ordnung. Ich sag ja, die Maskentrainer darf man nicht unterschätzen. Die sind echt böse. Ist auch nur normal effektiv, weil es ja ein Feenstein ist. Ich vergaß. Feenstein ist das Viech. Frosdidje, da kommt unser guter Eisenfalter zum Einsatz. Der leider nicht aktiviert wird. Dafür bräuchte man Miraidon und unser Elektrofeld. Nur die prähistorischen Pokémon werden von Koraidon aktiviert. Mit ihrer Fähigkeit. Oh, bin ich froh, den gefunden zu haben. Diesen komischen Dude. Nein, er hat den Sonntag weggemacht. Du Arschloch. Ich hasse dich und deine ganze Familie. Egal. Was? Reicht nicht? Ich wollte schon sagen, als ob Eisenfalter nicht One-Shot hat. Hoffentlich werden wir jetzt nicht für sie Dönerwelle. Okay. Tja. Dumm gelaufen, Kumpel. Mein Eisenfalter liebt mich einfach. Er greift trotzdem an. Pech gehabt. Dumm gelaufen. Spezialangriff steigt. Ist nicht wirklich relevant, weil ich den jetzt eh auswechsel wegen der Paralyse. Geowatz. Mutig. Wer zum Geier spielt mit Geowatz? Wer ist so bescheuert? Könnte natürlich jetzt auch ein Alola-Geowatz sein. Das wäre interessant. Das wäre ein Stein-Elektro oder Stein-Boden. Stein-Elektro, Stein-Boden. Stein-Elektro, Stein-Boden. Der Nahkampf wäre nicht schlecht. Machen wir das. Komisch, ne, dass ich als diejenige, die Wasser-Pokémon liebt, keine Wasser-Attacke, kein Wasser-Pokémon habe. Bisschen ungewohnt für mich. Aber sei es drum. Schicken wir allen Sam rein. Du scheinst ein normales Geowatz zu sein. Hat's überlebt. Geowatz ist sehr berühmt für seine heftige Verteidigung. Deswegen nicht gereicht, aber er hätte wahrscheinlich eh Robustheit gehabt. Erdbeben, das war's wahrscheinlich.
Nee, doch noch nicht ganz. Dann können wir weiter fisten. Boah, diese Trainer sind echt schön. Danke, Game Freak, dass ihr wenigstens eine kleine Challenge eingebaut habt. Danke. Die sind cool. Jetzt würde man hier zu früh hingehen, die würden einen wirklich komplett zerbersten. Schon wieder ein Eis-Pokémon. Was ist denn hier los? Der Eis-Pokémon. Ich bleib eiskalt drin und hoffe, dass wir ihn outspeeden, weil man Mutle ist jetzt auch nicht der schnellste Pokémon. Kann man doch mal Nahkampf machen und dann war es das hoffentlich. Oh, du Sackratte! What the f... Mit Eissplitter fängt man immer an. Toll, ne? Toll, ne? Ganz klasse. Gucken wir schnell, da ist Eisendorn. Slow-ass Pokémon oder eher? Erdbeben. Was geht denn? Oh nein! Ich dachte so, wir sind schneller und dann macht er Erdbeben. Ja, toll. Er ist eigentlich tot. Eisendorn ist eigentlich gestorben. Das heißt, er ist ein Noob-Modus, den man leider nicht ausschalten kann. What the? Ich habe kein Flug-Pokémon oder so, ne? Gut, tschüss, Eisendorn. War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nutzen einen Feuerheiler. Paraheiler meine ich natürlich. Ich war schon einen Schritt weiter. Ich war nämlich bei Feuer. Wieso war ich bei Feuer? Naja, denk mal drüber nach. Was man Mutel für eine Schwäche hat. Und bei einem Pokémon weiß ich, dass wir auf jeden Fall schneller sind. Das ist natürlich Eisenfalter. Feuergift. Und dieser Feuerangriff wird jetzt sowas von sitzen. Okay, Leute, der Game-Over-Bildschirm wartet. Wieso ist er so schnell? Wieso ist der so schnell? Sagt es mir. Wieso der so schnell ist. Sagt es mir einfach. Das Ding ist, die Gegner haben auch immer perfekte Stats und EVs und sowas habe ich natürlich nicht. Das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Ach, Koraidon. Auf dich ist eben halt verlassen, ne? Was ein Gegner. Ist das nicht cool? Aber die sind wirklich eine Herausforderung. Hätte nicht gedacht am Anfang, wo ich den DLC gestartet habe, dass sowas existiert. Nun dann. Du hast es geschafft, mich, ein Mitglied der Maskronis, zu siegen. Ja, und du bist der Zweite. Herzlichen Glückwunsch. Du bist besser als die Pokémon-Liga, die Champs in Paldea. Herzlichen Glückwunsch. Muss ich natürlich zurück zum Pokémon-Center. Mache ich aber gleich off-cam. Ich möchte nur diesen Bereich neu erkunden. Boah, sind wir hier weit abgedriftet. Nein! Gut, fangen wir den. Spoink. Haben wir den nicht sogar schon? Haben wir Spoink nicht sogar schon? Den habe ich doch, glaube ich, mal gefangen, oder? Nee, scheinbar nicht. Ich habe viel über das Spiel geträumt. Wie es der Anschein hat. Ich habe einen Spoink gefangen. Spoink, das Sprungfeder-Pokémon. Es nutzt seinen Schweif als Sprungfeder, um sein Herz am Pumpen zu halten. Hört es auf zu springen, stirbt es. What? Das ist ADHS Next Level. Ja, wenn du dich bewegst, dann bist du tot. Geiles Leben. Und wie schläft er? Der muss irgendwie mal schlafen und zur Ruhe kommen. Nö, darf er nicht erst. Spoink, dann stirbt er. Der muss sich bewegen. Er darf nicht schlafen. Hä? What the? Oh, jetzt bin ich echt komplett vom Weg abgekommen. Also so richtig komplett, komplett. Naja, wie gesagt, ich will das ja eh alles erkunden im Let's Play. Aber ihr wollt die Story wahrscheinlich weiterverfolgen, ich auch. Haben es jetzt durch. Vielleicht mal den Part dafür ein bisschen länger. Don't know. Ein bisschen Progress haben. Schauen wir mal. Erstmal gucken.
Und wenn wir geguckt haben, dann können wir immer noch spucken und nicht nur gucken. Ja, Beben, was denn? Ja, Beben, mein Nemesis. Scheiß Mammute. Ist auch ein mächtiges Pokémon, ey. Könnte mir sagen, was wollt. Mammutle ist schon, boah. Ist eine Ansage, wenn jemand Mammutle raus wollt. Das sind Pokémon-Trainer. Ne, Jo? Jo, Mama, ich bin so schwach. Ich bin so kacke. Mann. Ja. Komisch, dass andere mich fast bieten, ne? Ich sollte die richtigen Pokémon haben und auch entwickelte Pokémon haben. Und die EV-Werte haben. Nein, die habe ich schon in den Arsch. Den habe ich wahrscheinlich schon im normalen Pokémon-Purpur gefangen. Naja, jetzt haben wir ihn zweimal. Falls ich den nur entwickeln muss. Und ja, wir bekommen jetzt nicht mit einem Pokémon Erfahrungspunkte. Ist mir egal. Es ist mir egal. Sonst bist du overlevelt. Ja, aber dafür so overlevelt bist, sind die Maskentypen aber voll stark. Musst du noch ein bisschen mehr grinden. Nö. Muss ich nicht. Ich muss nur lernen, welche Pokémon von mir super schnell sind und welche nicht. Er stellt sich raus, der Eisenfighter war letzten Endes doch gar nicht so schnell, wie ich dachte. Was mich ein bisschen schockiert hat. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Hyperspeed-Pokémon, aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, die Eisen-Pokémon, die sind alle sehr langsam. Weil sie aus Eisen sind. Und Eisen ist ein Schwermetall. Und so. Nur damit wir auf einer Wellenlinie sind, ne? Okay. Den Trainer findet gefühlt auch wahrscheinlich niemand. Außer ich. Bedeutet das, du mich ansprichst, was ich denke, das bedeutet? Kauf dich Deutsch, Tüte hat mir auch gehilft. Mikia. Oh, Smogon. Sign of James. Ich find's lustig, dass wir einen Timer bei dir schmeißen. Derjenige. Oh shit. Sag doch Bescheid hier mit dem Greenscreen. Derjenige, der mir das Koridon gegeben hat, der hat wahrscheinlich auch einen Spaß gehabt mit dem Koridon. Schon sehr, dass mit Timerball gefangen wurde, weiß Bescheid. Wisst ihr was? Ich verschwinde einfach mehr noch. Ach hier. Weißt du Bescheid? Schlägmark! Den werden wir hier wahrscheinlich auch antreffen. Wie gesagt, der passt da perfekt in diesen Inferno-Weg. Weil wir von dem Weg ja schon abgekommen sind, ne? Oh, ich bin verwirrt. Wie schrecklich. Das Problem ist, der Kampf ist schon vorbei. Du hast mich aus dem Kampf herausgefordert, oder? Wir haben irgendwann mal so einen EP-Pin bekommen. Was ist das eigentlich? Habe ich noch nie nachgeschaut. Dem Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Nee. Dann wird das Spiel ja noch einfacher. Das machen wir mal lieber nicht. Das war ganz gut. Kann man schnell Pokémon auf Level 100 bringen, grinden und so, aber. So viel zu meinem Interesse. Weiß nicht. Ich finde, das geht so schon schnell. Mit den neuartigen EP-Teiler. Das fühlt sich schon wie Schienen an. Dann brauche ich nicht nur so einen EP-Pin. Also langsam wird es ein bisschen lächerlich, Game Freak. Das ist halt nur für die Leute, die Competitive spielen und ganz schnell die Pokémon auf ein gewisses Level haben wollen. Ich brauche das nicht. Ich will nie Pokémon Competitive spielen. Das ist so viel RNG. Den Zurückschrecken und Paralyse und... Ach, kennst ja. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, aber nur ein bisschen. Und Hannah denkt so, oh, wo bleibt sie jetzt endlich? Diese doofe Jessie, wo ist die? Tja. Wenn die sehen würde, wo ich hier gerade fröhlich am Rumspringen bin, die wird
so hart ausrasten. Wir kennen die ja mittlerweile. Die Hana. Hana-chan! Gut. Ich will jetzt nicht sagen, wir gehen den Berg hoch, weil es Quatsch ist. Aber wir erkunden noch diesen einen Bereich und dann gehe ich zurück zum Pokémon Center offscreen und dann sehen wir uns wieder beim Inferno-Weg. Andere würden hier im Part beenden. Ich nicht. Weil wir haben literally außer dem Massentypen nichts geschafft. Nichts. Und nichts ist für so ein Let's Play von so einem neu erschienenen DLC nicht gerade gewinnbringend. Wenn ich das mal so formulieren darf. Guck, da oben war auch jetzt der Troll, oder? Ja. Gut, dann schließt sich der Kreis. Gut, wir sehen uns wieder beim Inferno-Weg. Ich werde die Pokémon wieder aufpeppen. Bis gleich. Was ist das denn für ein komischer Dialog? Du wirst langsam zu einer richtigen Stammkundin hier, ha? Nice. Zum Dank bringe ich dir was bei. Ist gerade total im Trend, so ein umgedrehtes Peace-Zeichen zu machen. Die Center-Schwester hat die Pose Peace-Zeichen umgedreht beigebracht. Probier's mal aus, und zwar noch bevor es wieder out ist. Man sieht sich. Ich mache immer noch Oldschool den. Und das kann mir keiner nehmen. Oh, gleich haben wir es geschafft. Wir sind wieder auf den richtigen Pfad. Diesmal lassen wir nicht ablenken. Die Musik finde ich hier voll schön. Hat was von so einem JRPG. Kann ich mir richtig vorstellen, so ein JRPG. Voll peaceful. Idyllisch. Vermittelt eine glückliche Atmosphäre, aber der Oni, der Oni. Eines der sechs Kleinode. Ich glaube, das ist jetzt erst den zweiten, den wir gesehen haben. Wie die sieben Wunder-Paldeas. Wollt ihr alle finden werden? Ich glaube, die sieben Wunder hatten wir tatsächlich alle gefunden. So beim Erkunden, ne? Kein Wunder, wenn ihr mich fragt. Das Gebiet ist echt cool. Das erinnert mich an Pokémon Saphir und Rubin auf dem Weg zur Feuerarena. Ein Feuerfahrt. War so ähnlich. Ich glaube, da gab es auch Schneckmark. Deswegen wahrscheinlich die Assoziation. Ich habe so Angst, dass ich dann da drauf stehe. Na, was sind das denn für Steine? Was sind das für ein Steinhügel? Und dann so ein Geysir, der einen komplett die Haare wegbrennt. Nicht nur die Haare. Kann ich mich direkt Two-Face nennen. Das halbe Gesicht gleich dazu. Ah, man merkt, ich bin langsam wieder aufgewärmt. Ich muss es am Stück aufnehmen. Je länger ich aufnehme, das ist bei anderen Let's Player und Let's Playerinnen genau andersrum. Je länger ich aufnehme, desto besser und lustiger werde ich. Anfang muss ich mich immer so ein bisschen reinfinden, oder? Zumal, wo ich den ersten Part gemacht habe, bin ich ja gerade aufgestanden, mitten in der Nacht. Kann ich da noch nicht so energiegeladen sein? Es funktioniert einfach nicht. Es ist menschlich nicht möglich. Hört auf zu lügen. Sagt die Richtige, ne? Wir lügen Jo die ganze Zeit an. Ey, Jo, was geht? So, naja. Dafür, dass der relativ atmosphärisch ist, abseits davon finden wir jetzt hier nichts. Keine coolen Pokémon, kein Trainer. Nur Spoink, der bis zu seinem Lebensende springen muss, weil er sonst stirbt. Koraido noch vorne zu haben mit dieser blöden Sonnenanimation ist auch nicht so in meinem Sinne. Habe ich ja nur gemacht, um diesen Typen da loszuwerden. Wir haben ja Zeit für ein bisschen Epitaph-Action. Weil mein Bauchgefühl sagt, so lange werden wir den nicht mehr haben. Warum? Naja. Sag mal so, wenn ich diesen Oni fangen kann, dann wird Epitaph aus dem Team fliegen. Einfach weil. Einfach weil, Leute. Ich denke mal, das Spiel stürzt ab. Mach doch nicht diesen, Game Freak. Mach doch nicht diesen. Jetzt muss ja die Welt nicht so krass geladen werden wie ein Paldea. Es war fight nicht so groß. Schneckmock. Schneckmock. Wäre es jetzt mal Caro gewesen, hätte ich vielleicht engaged. Aber so? Sowas gebe ich mich nicht ab. Schneckmock. Schneckmock.
Ja, mit sowas wie dir. Schmeckmack. Stehst du auf meine Ignorierliste? Hey, hier sind gar keine TrainerInnen. Hier ist einfach nix. Totes Gebiet, wo sich keiner durchtraut. Weil alle Angst vor dem Ohren haben. Der Ohren hier war so gefährlich. Er hatte mehr Angst. Als die Menschen vor ihm. Viel mehr Angst. Kennt ja die Geschichte, er ist ja komplett traumatisiert. Da hinten steht tatsächlich noch eine weitere Tafel. Sehr weird, hier ist nicht, es gibt nur drei. Sass. Hä? Ach nee, das ist nur so ein Tor. Nein! Lass mich, Kleinstein. Das Teil sehe ich voraus. Tja, den gibt's im nächsten Part. Wir erkunden jetzt den Bereich. Edge Badge. Eiskalt. Kenn ich nix. Gehört ja meiner Meinung nach auch noch zu diesem Inferno-Fahrt. Gyroball, Gyroball, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube Gyroball. Terra-Stück normal. Warum sollte man normal Terra Crystallize machen? Nur wenn der Gegner einen Geist-Team hat vielleicht. Um Geistattacken besser widerstehen zu können. Einen anderen Vorteil hat normal ja nicht. Und das halt nur eine Schwäche hat, nämlich Kampf. Oh, nicht du wieder, du Nervensäge. Voll cool, hier sind so heiße Quellen. Kaltwassercast voraus. Kaltwassercast. Okay. Aber hier sind typisch heiße Quellen, wie man es in Japan findet. Das finde ich ganz cool. Wir können sogar hier rein. Schau ich mir gleich mal an. Das interessiert mich. Da würde ich ein Secret verstecken. Oder wieder so eine ultra, ultra mächtige Träne. Wieder so maskierten. Der maskiert recht. Oh ja, sieht er was. Das passt jetzt in der Umgebung. Cool. Hat Style. Okay. Der Bereich hat mehr zu bieten als gedacht. Da ist nämlich noch ein Unterbereich. Jetzt will ich aber erst wissen, was in der Höhle ist. In der Höhle. Ja, mach ein Item. Besser als nix. Okay. Wenn da mal nicht irgendwann ein legendäres Pokémon drin spawnt, das könnte so ein Schulhof-Mythos sein. Bin nur schon 10 Jahre aus der Schule raus. Ja, wenn du das und das machst, dann erscheint da in dieser komischen Höhle ein legendäres Pokémon. Ach echt? Ja, du musst das und das stimmen und musst dich dreimal im Kreis gedreht haben und musst alle Pokémon auf Level 100 haben und dann kommt das. Ah, okay. Diese Schulhof-Gerüchte. Wer kennt nicht das legendäre Mew unter den Truck? Sind wir mal ehrlich. Wer kennt es nicht? Gegengifte. Ja, und was ist jetzt hier so cool? Ah, die Höhle ist scheinbar cool. Kaltwassercast. Was ist ein Cast? Casting bei DSDS Dieter Bohlen wieder am Start. Es ist ein Cast. Wah! 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 Also wenn das keine Soul Reaver 2 Flashbacks gibt, dann weiß ich auch nicht. Die Höhle, wo man schwimmen muss, teilweise Wasser ablassen muss. Mein kleines Wiss-Wiss war dunkle Orte. Schön für deinen Wiss-Wiss. Yoshino! Ach, Mist, cool. Ich wollte gerade sagen, was ist ein Wiss-Wiss überhaupt für ein Pokémon? Was ist das für ein Viech? Und dann ist es Fiskora. Ja, moin. Und sie hatten wir das. Dann rage mal ein bisschen. Rage! Ah!
Razaf ist sowieso immer wütend und Epitaph ist noch wütender als Razaf. Ihr könnt euch das Ende der Geschichte ausmalen, ne? Wiss. Vis-à-vis. So ist das Leben. Wenn ihr den Joke verstanden habt. Vis-à-vis. Die besten Witze muss man erklären, ne? Okay, es ist rutschig, aber du bist nicht link, Miraidon. Du darfst das, du kannst das. Schlagbohrer. Okay. Das ist doch voll die langweiligen Pokémon. Denkst du, bist jetzt in so einer antiken Ruine und alles? Was kommt für Pokémon? Felino. Dummiese. Denke ich mir da auch so. Bruder muss aber ganz schnell los. Finchnet. Finchnet hält uns fit. Fit im Schritt. Oh nee, viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wohin. Was ist denn hier los? Da ist der Lord. Der Lord des Moors. Moorlord, Moorlord. Kopfador! Ja, Miraidon. Also. Wie war es mit den Bugs und Glitches in Pokémon Karmesin Purpur? Okay, das schließt diesen Kreis. Okay. Es hat bestimmt eine Bewandtnis noch, diese Höhle. Ich soll später bestimmt nochmal zurückkehren. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber genau wissen tue ich nicht. Dönerblitz. Der Blitz des Döners. Wenn die Mikrowelle mit einem Döner drin Kurzschluss hat, da hast du einen Dönerblitz. Das sage ich dir. Oder was ich gern mache im Regensturm, wenn es gewittert, dann habe ich einen Regenschirm, spanne auf den Regenschirm Döner. Und dann schlägt der Blitz ein und schaue ich meinen gebratenen Döner. Nicht nachmachen. Psst. Nicht nachmachen. Auf eigene Gefahr. Okay. Leuchtstein. Ein Feini, der Leuchtstein. Ja, die Höhle sah episch aus, als sie eigentlich ist. No front. Die Höhlen sind halt nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Bei Azarilla, die Höhle war ja ein bisschen komplex. Die war ganz cool, aber nur für heutige Pokémon-Verhältnisse. Ja. Zeit nur mal Angst vor Höhlen, ne? Azuria-Höhle oder so. Die sind schon lange vorbei. Leider. What? Ah nee, hier will ich noch nicht sein. Das wäre ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Wisst ihr was? Ich beende den Part. Wir sehen uns im nächsten Part genau hier vom Eingang zum Kristallsee. Und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht. Das war jetzt eher ein Erkundungspart. Ich hoffe, ihr feiert das trotzdem. Das ist die Hornschlucht. Schön für die Hornschlucht. Die werden wir erst später erkunden. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal beim Schild vom Kristallsee. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!